Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner kleinen Sendung. Heute geht es um weiße Substanzen. Und zwar hat das mit dieser Tagung zu tun. Da war ich gerade. Das waren die Bonner Ernährungstage. Da hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und das Bundeszentrum für Ernährung gemeinsam sich um das Thema gekümmert. Ja, wie gesund sollte man essen? Die DGE hat gefragt, digitale Entwicklung, was heißt das für die Ernährungsberatung? Und das Bundeszentrum für Ernährung hat sich gefragt, was können wir tun, um den Lebensstil zu verbessern und zu ändern? Und parallel gab es eine Ausstellung und da wurde präsentiert, was denn das Max-Rubner-Institut sich hat einfallen lassen, um Süßigkeiten weniger süß zu machen, weniger kalorienreich, weniger kariogen oder auch Wurstwaren, weniger salzig, kurz und gut, was man tun kann, um Fertigprodukte gesünder zu machen. Man spricht von der Reformulierung an Lebensmitteln, so lautet der Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Und es geht darum, Fertigprodukte so zusammenzusetzen, dass sie gesünder sind. Und hier präsentiere ich mal, was da erfunden worden ist auf dem Gebiet der Süße. Da gab es nämlich ganz neue Substanzen, zwei neue Substanzen, die eigentlich diese hier ersetzen können. Ja, das ist ganz normaler Haushaltszucker. Und diese Substanzen haben auch eine ähnliche Struktur. Die beiden neuen Zuckeraustauschstoffe, die noch in der Entwicklung sind, möchte ich euch jetzt vorstellen. Die kommen auch in der Natur vor. Das eine ist die Allulose. Das Produkt konnte ich selber probieren, aber das gibt es noch nicht im Handel. Sie ist sehr vielversprechend. Sie wird eben aus der Zuckerrübe gewonnen. Sie hat viel weniger Kalorien als Zucker, denn Zucker hat 4 Kilokalorien pro Gramm und die Allulose nur 0,2. Also das ist wirklich nichts eigentlich und führt dann bestimmt nicht zum Dickerwerden. Das Tolle bei der Allulose ist, dass man sie beim Backen und in der Küche verwenden kann wie Zucker. Und zwar in der gleichen Menge, 1:1. Ich finde auch toll, dass sie karamellisiert und schmilzt. Es ist trotzdem nicht kariogen, erzeugt keine Karies, hat einen ganz niedrigen glykämischen Index, also treibt unseren Blutzuckerspiegel nicht hoch. Der einzige Wermutstropfen wird sein, dass sie wahrscheinlich sehr teuer ist. Das nächste ist die Zellobiose. Die wird wahrscheinlich sogar schon 2020 zugelassen, also schon recht bald. Sie hat allerdings ein bisschen mehr Kalorien, also ist nicht so kalorienarm wie die Allulose. Und zwar hat sie 2 Kilokalorien pro Gramm, das heißt halb so viel Kalorien wie Zucker, immerhin. Man kann Zuckerdekoration damit machen, also wenn man überall, wo man Glasuren hat, das wird ein bisschen weißer, das ist dekorativer. Es kann das Mindesthaltbarkeitsdatum verlängern, weil es vor Oxidation schützt. Das ist für Kekse vielleicht auch ganz interessant. Und es ist ein Disaccharid, ein Zweifachzucker, ähnlich wie Malzzucker. Das ist sicher auch spannend, aber vielleicht nicht ganz so verheißungsvoll wie eben diese Allulose. Jetzt kommen wir zu Zuckeraustauschstoffen, die es schon gibt und die ich auch ganz spannend finde. Das kennen wir alle vom Kaugummi unter dem Namen Xylit. Das ist ein Zuckeralkohol und der wird aus Birkenschale gewonnen, aber auch enzymatisch. Also da ist jetzt nichts Natürliches bei. Das ist genauso, ja, im Grunde ein Industrieprodukt wie Haushaltszucker auch. Dieses Xylit ist sogar gut für die Zähne, deswegen gibt es auch das Kaugummi. Es hat gleiche Süßkraft wie Zucker und 2,4 Kalorien, also ein bisschen mehr als halb so viel wie Zucker, also spart man schon immerhin die Hälfte. Und lässt sich eben auch durchaus in Getränken verwenden und beim Backen auch verwenden. Karamellisiert aber eben nicht, also ganz so ähnlich wie Zucker ist es nicht.
Ja, das ist eben das zum Xylit. Ebenfalls ein Zuckeralkohol ist das Erythrit. Das finde ich ganz spannend, weil es karamellisiert nicht, also es wird nicht braun, aber es schmilzt. Also ich habe damit auch schon so Crunches gemacht, Crunch-Müsli gemacht, da reicht auch ganz wenig. Und das verbindet sich dann mit den gerösteten Nüssen und Getreideflocken und ist eigentlich ein ganz schöner Effekt. Genauso wie der Birkenzucker hat es keinen Effekt auf unseren Blutzuckerspiegel. Das ist eben sehr positiv, weil es dann eben nicht wieder zu mehr Hunger und Appetit führt, erzeugt keine Karies und wird eben auch gerne in Limonaden und Fertigprodukten eingesetzt. Im Übrigen, das Erythrit hat ganz wenig Kalorien, deswegen fand ich es, glaube ich, auch so toll, nur 0,2 Gramm. Also ganz, ganz wenig, fällt nicht ins Gewicht. Deswegen, wenn man es in kleinen Mengen nutzt, für sein Müsli oder für ein Getränk, finde ich das sehr positiv. Aber eben, wie gesagt, das Gute an diesen hohen Preisen ist, dass man nicht auf die Idee kommt, zu viel davon zu benutzen. Ja, für das Isomalt habe ich jetzt kein Beispiel in pur, weil das wird meistens in Riegel verwendet. Also wenn man zuckerarme Riegel sieht, dann, wenn man drauf guckt, ist es oft als Prägersubstanz, weil es eben auch so ein bisschen erhärtet, die Sache zusammenhält und ja, der Süßigkeit, dem Riegel auch einen Korpus gibt. Also das sind so neue Entwicklungen, die ich eigentlich ganz positiv finde. Beobachtet den Markt weiter. Wie gesagt, Erythrit, so gut wie keine Kalorien. Toll für so selbstgemachte Müslis, Crunch-Müslis und süße Getränke. Ja, und der Birkenzucker hat ebenfalls Xylit, hat ein bisschen mehr Kalorien, kann man auch benutzen. Muss sich aber klar sein, es hat Kalorien, aber nur halb so viel wie Zucker. Ja, im Prinzip das Beste ist insgesamt vielleicht den Süßgeschmack zu reduzieren, aber wenn man nur noch ein bisschen braucht, dann kann man sich auch diese teuren Zuckeraustauschstoffe leisten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich aufs Wiedersehen.